Hallo, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Das ist dafür da, damit ihr euren Geist ein bisschen auslüften könnt. Also macht es euch nicht zu bequem, weil wir haben ja Sitzpflicht. Und lüftet einfach, lasst euren Geist fliegen und ich erzähle euch eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt. Die hat drei Teile, also jeden Tag ein Teil. Zuerst wollte ich was über das Anderssein erzählen, aber dann ist mir diese Geschichte begegnet und ich fand, die passt einfach so gut zum Thema von diesem Kongress. Ihr kennt sie ganz sicher alle und vielleicht erkennt ihr ja dann ziemlich schnell, welche alte Geschichte sich dahinter verbirgt, aber ich habe sie neu verpackt, ja, weil wir halt eben ja alles immer ein bisschen neu machen. Also. Es war einmal ein Königspaar. Die hatten alles, was man sich nur wünschen kann. Doch sie waren nie wirklich glücklich, denn was ihnen fehlte, das war die Liebe. Ihre Herzen waren kalt, doch das wussten sie nicht. Sie glaubten, wenn sich nur ihr sehnlichster Wunsch nach einem Kind erfüllen würde, dann wären sie endlich richtig glücklich. Lange sah es so aus, dass dieser Wunsch sich nicht erfüllen würde. Doch dann im hohen Alter wurde die Königin doch noch schwanger und sie gebar einen wunderschönen Sohn. Zunächst war das Elternpaar überglücklich über die Geburt des Thronfolgers. Doch dann stellten sie fest, dass das Kind zwar wunderschön war, aber von sehr zartem Gemüt. Und langsam begann alles, was das Kind tat, begann sie zu stören. Es weinte zu viel, es schrie zu laut, es war zu häufig krank und es interessierte sich überhaupt nicht für Kampf und Krieg, dafür zu sehr für Bücher, Musik und Schönheit. Am liebsten spielte der Junge mit den Hoffräulein im Schlossgarten und betrachtete stundenlang die schönen Rosen. So würde aus dem Jungen niemals ein starker, harter König werden, wie sein Vater es war. Also begannen sie, das Kind zu prügeln und einzusperren. Und ihre Methode hatte schließlich Erfolg. Aus dem kleinen Prinzen wurde ein unsicherer junger Mann, der seine Unsicherheit hinter einer Fassade aus Macht, Gewalt und Arroganz verbarg, gerade so wie sein Vater. Und am allerwichtigsten war ihm seine Schönheit. Er liebte sich. Und die Schönheit war das, was ihn wahrlich besonders machte und was ihm wenigstens ein wenig Anerkennung von seinen Eltern einbrachte. Als dann schließlich seine Eltern im hohen Alter hintereinander starben, der König und die Königin, da beschloss der Prinz, der jetzt natürlich der König war, sein Leben endgültig ohne seine ungeliebten Eltern zu genießen. Und am meisten liebte er immer noch den Müßiggang im Schlossgarten. Und die Pflege seiner wunderschönen Rosen übernahm er nun selbst, denn die Rosen, die waren edel und schön wie er. Für seine Untertanen aber hatte er kein gutes Wort übrig. Denn die waren gewöhnlich und meist ziemlich hässlich anzuschauen. Doch einmal im Monat, da hielt er Hof und hörte sich die Sorgen und Nöte seines Volkes an. Nicht etwa, weil er es gerne tat, nein, weil man ihm es so beigebracht hatte. Und so kam es, dass eines Tages ein altes, krummes Mütterlein vor seinem Thron erschien. Guter König, bitte hört mich an und habt Gnade mit mir. Sieben Kinder habe ich zur Welt gebracht, doch die sind nun alle schon tot. Mir ist nichts geblieben, nichts, noch nicht mal ein krummes Brot habe ich. So bitte ich euch, großer König, lasst mich vor eurem Herd schlafen, gebt mir ein bisschen Arbeit, denn Arbeit kann ich noch. Ich kann stopfen, ich kann flicken, ich kann putzen und gebt mir zu essen. Bitte seid gnädig mit mir. Oh, gnädig? Mit dir kann ich etwas dafür, dass es dir so schlecht geht?
Es ist mir ein Ungemach, dich nur anzuschauen. Ach, der Tod, der steht dir schon ins Gesicht geschrieben und dem will ich sicher nicht täglich hier begegnen müssen. Geh mir aus den Augen, du elendes Bettelweib. Boah, bei diesen harten Worten, da musste die Alte schlucken und die Tränen schossen ihr in die Augen. So tut es mir nun leid, König, euer Herz ist hart und eure Augen sind blind. Denn bin ich auch alt und schwach, so kann ich euch doch verfluchen. Von nun an sollt ihr in der Gestalt des Biestes leben, was ihr in eurem Inneren schon lange seid. Schon lange. Und nur die wahre Liebe einer gütigen Frau, die kann euch erlösen. Werdet ihr keine solche Frau finden und ihre Liebe gewinnen, so werdet ihr ewig in der Gestalt des Biestes bleiben. Eine Möglichkeit gibt es. Ihr müsst diese Frau finden, bevor die letzte Rose in eurem Garten verblüht ist. Ansonsten seid ihr in der Gestalt des Biestes gefangen. Vor den entsetzten Augen des Volkes verwandelte sich der König in ein Biest. Über und über mit zottigem Fell bewachsen, ragten ihm spitze Zähne aus dem Mund und gaben ihm ein grimmiges, gefährliches Aussehen. Die Angestellten, die liefen vor Schreck davon und waren nie wieder gesehen. Der König, der schrie noch um Hilfe, doch es war schon niemand mehr da, um ihn zu hören. Und so lebt er dann nun alleine in seinem Schloss. Und über das Gelände des Schlossgartens traute er sich nie mehr hinaus, denn man hätte ihn ja erkennen und verspotten können. Oder jemand hätte kommen können und seinen Rosen etwas zuleide tun. Und die waren ihm ja nun noch wichtiger. Trotzdem fehlte es dem König an nichts. Er hatte alles, was er brauchte. Denn der Fluch der Alten, die in Wirklichkeit eine große Zauberin gewesen war, die sorgte dafür, dass seine Speisekammern immer gefüllt waren und in seinem Herd ein Feuer brannte. Denn er sollte noch lange genug leben, um auch die letzte seiner Rosen verblühen zu sehen. Thank you.
Hallo, guten Morgen. Heute erzähle ich euch den zweiten Teil meiner Geschichte, die auf einem alten Märchen beruht. Und gestern habe ich schon davon erzählt, wie ein kleiner Prinz durch eine brutale Erziehung zu einem König geworden ist, der sehr unsicher war und seine Macht, also quasi seine Unsicherheit hinter einer Fassade aus Macht und Arroganz verborgen hat und dann schließlich von einer Hexe in das Biest verwandelt wurde, was er in seinem Inneren schon länger war. Und nun geht es dem Königreich recht schlecht, denn ohne einen König kommt die Wirtschaft des Landes ins Wanken. Und viele verlieren in dieser Zeit ihr ganzes Hab und Gut. Und so geht es auch einem reichen Kaufmann. Er verliert alles und ihm bleibt nur ein winzig kleines Gut auf dem Land und seine schöne Tochter Bella. Bella hätte natürlich dem harten Leben auf dem Land entgehen können, denn es gab viele wohlhabende und auch gut aussehende Männer, die um ihre Hand anhielten. Aber sie brachte es einfach nicht übers Herz, ihren kränkelnden und armen Vater ganz allein zurückzulassen. So zogen die beiden denn nun auf das winzige Landgut und schufteten Tag ein, Tag aus sehr hart, um das Nötigste zum Überleben zu erwirtschaften. Doch eines Tages schien sich das Blatt zu wenden. Bella, Bella, schau nur, ich habe einen Brief bekommen. Darin steht, ein Schiff ist angekommen am Hafen mit Gütern von mir. Und ich habe schon geglaubt, alles sei verloren. Aber jetzt mit den Waren, da werde ich mein Geschäft neu aufbauen. Und es wird uns so gut gehen wie zuvor. Du wirst schon sehen, gleich morgen reite ich los. Und ich bringe dir ein Geschenk mit. Sag, was wünschst du dir? Ach, Vater, ich freue mich so für dich und komm nur gesund und wohlbehalten zu mir zurück. Das ist mir Geschenk genug. Ja, und vielleicht, wenn es dir gefällt und du siehst auf dem Weg eine schöne Rose, dann pflück sie für mich und ich will uns daraus einen Rosenstock ziehen. So ritt dann der Kaufmann frohgemut und voller Hoffnung in die Stadt, die war einen Tagesritt entfernt, und nahm seine Waren schon am frühen Abend in Empfang und fing gleich an, die feinen Stoffe und edlen Gewürze zu veräußern. Doch durch die anhaltend schlechte Lage im Land waren die Preise gefallen und niemand interessierte sich für feine Stoffe und edle Gewürze. Auch am nächsten Tag hatte der Kaufmann nicht mehr Glück. Und er musste es dann wohl einsehen. Nun muss ich mit diesen paar Groschen zu meiner Tochter zurückkehren. Oh mein Gott. Aber auf dem Rückweg, da komme ich am Schloss vorbei. Und ist der König auch verschwunden? So ist doch bestimmt sein Hofstaat noch da und wird mir das ein oder andere abkaufen. Traurig, aber mit einer winzigen Hoffnung im Herzen ritt der Kaufmann am nächsten Tag los. Diesmal hat er weniger Glück, denn es goss wie aus Kübeln und er kam gar nicht voran. Und dann am Abend kam er endlich zum Schloss. Er ritt durch den Schlossgarten und die feuchte Luft duftete nach Hunderten von Rosen. Alles sah aus wie immer, gepflegt und wunderschön. Doch kein Mensch war zu sehen. Er brachte sein Pferd in den Stall des Schlosses und auch da war niemand. Und weil er ja so solchen Hunger hatte, traute er sich sogar in das Schloss hinein, ganz vorsichtig. Hallo? Hallo? Ich bin ein Kaufmann und möchte meine Waren feilbieten. Ist denn hier niemand? Niemand antwortete, alles leer. So schlich er dann von Raum zu Raum und suchte, aber niemand war zu sehen. Schließlich fand er einen Saal und in dem Saal stand ein großer Tisch und darauf waren edle Speisen verteilt und im Kamin brannte ein heimeliges Feuer. Und weil er doch solchen Hunger hatte, nahm er sich von den feinen Speisen so ganz vorsichtig und als er einigermaßen satt war, da überkam ihn eine bleierne Müdigkeit und er legte sich auf einen Divan vor das Feuer und schlief ein.
Dann am nächsten Morgen roch er frisches Brot. Der Geruch stieg ihm in die Nase und weckte ihn. Mein Gott, frisches Brot und immer noch niemand zu sehen. Das ist Zauberei, Hexerei. Hier bleibe ich keine Minute länger. Er schnappte sich ein Stück von dem Brot, lief in den Stall, sattelte sein Pferd und gerade als er ihm die Sporen geben wollte, da fiel ihm die Rose ein. Denn wenigstens diesen Wunsch konnte er seiner Tochter erfüllen. Und so brach er eine der schönen Rosen am Wegesrand ab, die dort zu Hunderten, zu Tausenden wuchsen. Und da hörte er ein Geräusch hinter sich. Wake up! Das Pferd scheute, warf ihn ab und stob davon. Und als er sich gerade wieder aufrichten wollte, da stand ein riesiges Ungeheuer über ihm. Oh mein Gott, Hilfe! Dein Geschrei wird dir nun auch nichts mehr helfen. Du elender Dieb hast es gewagt, eine meiner Rosen zu stehlen. Das wirst du mir büßen. Das Biest lief auf zwei Beinen und redete wie ein Mensch. Oh, bitte, bitte nein, hab Gnade mit mir. Ich habe diese Rose für mein Töchterlein gepflückt. Sie ist das liebste Wesen auf dieser Welt und hat doch nur noch mich. So, hab Gnade mit mir. Aha, ein Töchterchen also habt ihr. Nun, dann sehe ich noch eine Möglichkeit, euch zu verschonen. Schickt mir eure Tochter an eurer Stadt. Meine Tochter? Niemals! Nein, dann tötet mich lieber gleich hier auf der Stelle. Niemals. Nun, ihr wollt sterben? Vielleicht ein paar Tage in meinem Käfig werden eure Meinung ändern. Er warf sich mit diesen Worten den Kaufmann über die Schulter wie einen Sack Mehl, stopfte ihn in einen Käfig und hing ihn über das Tor des Schlosses. Und da hing er nun. Ein Tag, zwei Tage und schon brach der dritte Tag an. So, und dieser Kaufmann, der hängt jetzt schon einen Tag, schon zwei Tage in einem Käfig über dem Schloss. Und das hat man früher ja so gemacht. Und jetzt ist schon der dritte Tag angebrochen. Derweil macht sich natürlich seine Tochter Bella große, große Sorgen. Mein Gott, mein Vater, er ist schon längst überfällig. Wo steckt er denn nur? Ich halte das Warten nicht mehr aus. Also macht sie sich auf den Weg zu Fuß, denn noch ein Pferd besitzt sie nicht. Und nach vielen Stunden des Wanderns kommt sie schließlich am Schloss vorbei. Und da vernimmt sie ein Wimmern
Und sie glaubt, die Stimme zu erkennen. Und dann geht sie vorsichtig auf das Wimmern zu, biegt um eine Ecke. Und da sieht sie den Käfig mit ihrem Vater darin. Und ihr Vater erblickt sie. Bella, mein Kind, um Gottes Willen, lauf, lauf, so schnell du kannst, lauf. Oh, Bella sieht ihren Vater und das ist zu viel für die junge Frau. Der Käfig, ihr kranker Vater, sie verliert die Besinnung. Sie wacht nicht etwa auf in dem Staub vor dem Schlossportal, nein, sondern in einem großen Bett, in einem prächtigen Zimmer, sonnendurchflutet. Was, wo bin ich? Und wo ist mein Vater? Von irgendwoher antwortet ihr eine tiefe Stimme. Eurem Vater geht es gut. Ich habe ihn aus seinem Käfig befreit. Von jetzt an wird ihm an nichts fehlen, denn nun seid ihr hier, so wie ich es euch befohlen habe. Die Stimme, sie schaut in die Richtung, wo die Stimme herkam, und da sieht sie nur einen reich verzierten Divan. Seid ihr etwa das Scheusal, das mein Vater eingesperrt hat? So zeigt euch, ihr Feigling! Und mit einem Satz springt sie aus dem Bett hinter den Divan, doch dort steht nur ein kleiner Tisch mit einem schönen Strauß Blumen und einem Brieflein. Verehrte Bella, euren Namen weiß ich von ihrem Vater, den ich vor einigen Tagen dabei erwischt habe, wie er eine meiner prächtigen Rosen gestohlen hat. Ich hätte ihn nicht getötet und erst gar nicht eingesperrt, hätte er sich nicht gefügt, denn ich habe ihm angeboten, euch an seiner Stadt zu schicken, um die Strafe zu verbüßen. Nun seid ihr hier, euer Vater ist frei und ich hoffe, ihr gebt mir heute Abend die Ehre, mit mir zu speisen. Hochachtungsvoll, ihr König. Wutentbrannt stürmt Bella aus dem Zimmer, um diesen schrecklichen König, der in der Lage ist, einen Menschen derart zu quälen, nur wegen einer Rose, wo er doch Hunderte, ja Tausende davon besitzt, den will sie finden. Und sie findet ihn auch. Er sitzt an seiner Tafel mit den feinsten Speisen in einem großen Saal und wartet. Als sie ihn sieht, erstarrt sie. Oh mein Gott, was ist das hier für ein schrecklicher Ort und wer oder was seid ihr? Ich bin euer König und das hier ist mein Schloss. Bitte setzt euch, um mit mir zu speisen. Mit euch speisen? Oh, mit euch werde ich kein Wort mehr wechseln, bevor ich nicht meinen Vater gesehen habe. Gefügig bringt der König Bella zu ihrem Vater. Der sitzt in einem gemütlichen Zimmer und es scheint ihm gut zu gehen. Vater, endlich, dir geht es gut. Bella, du lebst noch. Glücklich fallen sie sich in die Arme. Und als sie sich schließlich voneinander lösen, hat Bella beschlossen, bei dem König zu bleiben an ihres Vaters Statt. Der König, der ist natürlich zufrieden. Und der Kaufmann, der sehr geschwächt und krank ist, der sieht schließlich ein, dass er gehen muss und verlässt das Schloss. Von nun an ist Bella ganz alleine mit dem hässlichen König. Jeden Tag essen sie zusammen. Und weil es niemanden anderen gibt, mit dem sie sich unterhalten könnte, spricht sie jeden Tag ein bisschen länger mit ihm. Und der König ist sehr belesen, so wie Bella auch. Sie finden viele gemeinsame Themen und ab und zu lachen sie sogar miteinander. Die Bella, die genießt die zuvorkommende Art, wie der König sie behandelt und auch liebevoll umsorgt zu werden und seine liebevollen Blicke. Schließlich fängt es ihr sogar an, ein bisschen in dem Schloss zu gefallen, doch ihr Herz wird auch jeden Tag ein bisschen schwerer, denn sie vermisst ihren Vater. Sie wird trauriger und trauriger. Der König, der schreckliche König, dessen Herz ist nun ganz weit und weich geworden durch die Liebe zu Bella und er erträgt es nicht, sie so traurig zu sehen. Und obwohl er ja weiß, dass Bella seine einzige Chance ist,
ihn von seinem Fluch zu befreien, bevor der baldige Herbst kommt und seine Rosen verblühen werden, beschließt er, sie gehen zu lassen. Bella, es steht euch frei zu gehen. Ich möchte euch nicht länger zwingen, hier zu bleiben. Und bitte nehmt dieses Geschenk von mir. So kommt es dann, dass Bella auf einem wunderschönen Pferd, dessen Satteltaschen prall mit Gold und Edelsteinen gefüllt sind, zurückkehrt zu ihrem Vater. Die beiden genießen die neue Zeit zusammen und machen Pläne für eine sorglose Zukunft. Doch schon wieder wird Bella das Herz schwer, denn nun vermisst sie doch tatsächlich den hässlichen König. Sie vermisst es, geliebt zu werden. Und schließlich träumt sie sogar von dem König. Sie träumt davon, wie sie zusammen durch den Garten wandeln und wie er seine mächtige Pranke um ihre schmale Taille legt. Und sie saugt seinen männlichen Moschusgeruch ein. Und dann wacht sie auf, völlig erschrocken, dass der Traum sich so angenehm angefühlt hat. Kann es sein, dass sich so die Liebe anfühlt? Und wenn es so ist, wird sie es denn schaffen, mit ihm zu leben? Niemand wird sie verstehen, dass sie sich für diesen Menschen entscheidet. Sie wird ausgegrenzt werden und ganz alleine sein mit ihm. Trotzdem lässt der Gedanke sie nicht ruhen und sie denkt Tage und Wochen darüber nach, bis sie sich entscheidet, doch noch einmal den König zu sehen. Sie reitet zum Schloss und findet ihn. Er liegt dort in seinen Gemächern. Er ist völlig krank, schwach. Und da sieht sie ihn. Um Gottes Willen, was ist dir? Kann ich dir helfen? Sprich mit mir. Ach, Bella, seit ihr das Schloss verlassen habt, habe ich jeden Sinn verloren. Ich liebe euch so sehr und ohne euch will ich nicht mehr leben. In diesem Moment offenbaren sich Bella auch ihre Gefühle und sie umarmt das Biest und gesteht ihm ihre Liebe. Und in dem Moment geschieht das Wunder der Liebe, nämlich das Biest verwandelt sich zurück in den König, den er einmal gewesen war. Sogar mehr noch, das Wesen von ihm hatte sich schon längst verwandelt durch die Liebe. Er war schon längst ein anderer geworden, vielleicht wieder der kleine Prinz, der er einmal war. Und sein Herz war golden. Nun, die beiden fanden zueinander und feierten Hochzeit. Und zu dieser Hochzeit luden sie sogar die Hexe ein. Ach, gute Hexe, danke, dass ihr meine Einladung angenommen habt. Ich möchte mich bei euch bedanken, denn eure Lektion war die schwierigste und beste meines Lebens. Ohne euch hätte ich niemals gelernt, mich zu erkennen und mein Herz wieder zu öffnen. Und so feierten sie dann ein rauschendes Fest miteinander und sie sind bis heute nicht gestorben, denn die Möglichkeit, dass das Wunder der Liebe geschehen kann und dass auch das Schwierigste gemeistert werden kann, die erkennen wir bis heute, zumindest in der Kirschblüte. Dankeschön.